Eieiei, jetzt wird's knapp. Nur noch ein Lose, also wir können uns kein Lose mehr erlauben. Wir müssen das jetzt durchziehen. Es muss jetzt 5 Wins in Folge mindestens kommen. Aber es hat sich immerhin gelohnt, dass du in die Arena gegangen bist für das Leute. Das auf jeden Fall. Trotzdem ein bisschen schade, dass wir die letzte Runde echt nur wegen dieser Scheißgedankenkontrolle verloren haben. Ja, ich sage immer noch, wir haben wegen dem Bergriesen verloren, weil wir durch den Bergriesen eigentlich gezwungen waren. Ja, wir hatten durch den Bergriesen die Wahl, entweder wir spielen Ragnaros oder wir geben die Board Control ab. Und dadurch mussten wir Ragnaros spielen und dadurch kam die Board Control. Aber dann hast du so einen Lack und triffst sogar den Bergriesen mit Ragnaros und dann hängst du da und denkst so, nein. Boah, eine ziemlich geile Starthand dafür, dass ja, du als Erster dran bist. Für die ersten drei Hände fertig. Wieder auf jeden Fall alles, was wir brauchen. Wir können den Lebrechnum spielen, wenn er den nicht rausholt, haben wir einen Messerschmied. Aber wird dann noch gefährlicher. Ja gut, das wäre halt blöd, wenn er den Lepragnum rausnimmt. Aber wie? Hat die Sache. Er könnte halt einen Ansturmtyp für 2 Mana spielen, den Murloc. Aber sonst kann er, glaube ich, nichts oder spielen, dieses, um ihn rauszunehmen. Dieses 1 Mana 1-1 Schwein. Ja, oder das halt. Mit Ansturm. Aber so oder so spielen wir erstmal den Lepragnum. Und so jetzt mit der Waffe. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn er den rausnimmt, können wir immer noch die Waffe spielen. Ja. Und traden, was auch immer er spielt. Genau. Lies dir erstmal durch, was der kann. Ich wollte gerade sagen, wenn die sich da durchlesen müssen, frage ich mich, wie wir die mit 4-2 in der Arena, wie wir so einen Typen kriegen können. Nach so kurzer Suchzeit. Lasst mich nachdenken. Klick den Griffin an. Ich muss erst hier alles zerstören. So. Griffin. So, angreifen ne? Waffenschmied oder so. Jetzt bekommt er auf jeden Fall schon mal 3 Damage. Der kann noch mehrmals einem das geben. Ne? Also wenn er jetzt ja, klar. Ihn nicht rausholt und ihn nicht rausholt, kriegt er nochmal. Ja. Er holt ihn nicht raus, das heißt. So, jetzt gleich. Spielen wir doch nicht die Axt, sondern nicht den Kleriker, sondern wir spielen die Axt. Ich spiele die Axt, okay. Weil dann können wir mit der Axt den trainen und ihm 4 direkten Damage geben. Ja, das stimmt natürlich. Und haben immer noch 4 Damage auf der Axt, also 2x2. Zwei Aufladungen noch. Ah, und er hat ihm noch die 4. Aber er hat noch seine Münze. Ja, jetzt spielt er sie. Kommt dabei jetzt schon. Nö, das Portal, okay. So, wir haben 3 Mana. Der ist danach auf 3 Damage. Warte. Das wir ist können jetzt, natürlich jetzt den blöd. Lepragnum raustraden gegen den und würden ihm die 2 Schaden machen und hätten den Spotter raus. Ja, das ist blöd. Das ist. Hast du eine andere Idee? Ich frage mich. Nee, wir haben keine. Ja, wir müssen das leider so machen. Wir müssen das so machen. Das ist ineffektiv. Aber müssen wir machen. Müssen wir machen. Wir buffen ihn und damit ja. Das Teil raus. Dann kriegt die 2 Schaden. Und wir können nochmal direkt angreifen und die kriegt plus 1 Damage. Genau. Den Messer-Ding jetzt haben wir auch noch auf der Hand. Alle Magie wird euch nicht retten. Ja, okay, das ja perfekt. Das ist gut für uns. Ja. Weil wir greifen jetzt erst mit dem Messerschmied direkt an. Messerschmied sage ich jetzt schon wieder. Mit direkt angreifen. Auf ihn. So, dann spielen wir einen Messer-Jongleur. Okay, und jetzt werden wir ihn noch holen, damit unser Messerschmied wieder. Genau. Trinkt mit mir. So. Und jetzt können wir aber noch gucken, was wir machen können. In der Hoffnung, es trifft ihn. Nee, trifft nicht. Also greifst du mit ihr direkt an. Vorwärts. Weil er muss dein Feld klären, weil du die Board Control hast. Und ist fertig. Ah. Weil hättest ihn jetzt getroffen, hättest du das mit der Axt traden können. Also hättest den Zauberbrecher getroffen. Ja. Und dann nimmt sie raus. So. Wir haben jetzt gleich 6 Mana. Das heißt, wir können den Champion von Argus spielen. Und wir können noch ihn spielen. Genau. Champion von Argus zwischen die beiden, ne? Ja. So. Jetzt mit dem Braumeister. Obwohl, warte mal. Ja, schade. Wir können erstmal auch noch ihn spielen. Ja. Mal gucken, wohin der schießt. Ja, ist scheißegal, das macht keinen Unterschied. Weil wir müssen jetzt den Braumeister gegen den Links, gegen den Ritter traden. Du tradest dann deinen Helden gegen den Knappen. Und mit ihm greifst du direkt an. Dann sind wir schon auf 10 Leben runter.
Und das in so kurzer Zeit. Der Sieg gehört euch. Ja, da kam jetzt schon sehr früh das Surrender. Ja, das war für uns eine perfekte Runde. Weil da waren keinerlei Fehler drin. Also kein Fehler, den ich direkt gesehen habe. Oder hätte sehen können oder was auch immer. Ich fand es jetzt auch echt gut. So, dann sind wir jetzt bei 5-2. Und ich würde sagen, wir schaffen noch eine Runde, oder? Ja, das schaffen wir. Boah, dieses Symbol habe ich erst einmal gesehen. Und das war im Ranking momentan, weil da bin ich, glaube ich, auch bei Gold. Aber das war jetzt, das war krass. Ja gut, die Karten haben aber auch perfekt gepasst, ne, muss ja, man dazu sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle jetzt wirklich schon surrendert hätte. Doch, wenn er keine Weihe auf der Hand hätte, hättest du ihn in der nächsten Runde platt gemacht. Hatte ich echt mehr als 10 Chancen? Überleg mal, was du noch auf der Hand hattest. Ja, du hattest noch einen Windstone auf der Hand. Und er rechnet eigentlich mit noch schlimmerem. Ah, Priester. Ja, Gedankenkontrolle incoming. Das Licht wird den Sieg bringen. Ah, ist ja Mist. Gewittersturm und Windsprecher würde ich weggeben. Den Gewittersturm würde ich normalerweise halten, aber der Priester setzt normalerweise nicht so aufs Early Game, als dass sich es lohnen würde, ihn zu behalten. Hey, das ist jetzt scheiße gelaufen. Das ist richtig abgefuckt. Komm, Lepra genommen. Oh, hey, fertig. Nichts, fertig. Vor allem Ragnaros gegen den Priester. Ich glaube, wir haben bisher Ragnaros nur gegen den einen Krieger gezogen, wo wir verloren haben, und bisher gegen die Priester. Ja, obwohl es eigentlich so eine schöne Karte ist, ne? Aber ja. Ja, spielen wir den? Ja, müssen wir. Fertig. Und fertig. Ja, jetzt. Ich habe schon gar keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Ach, der war die Münze. Mal gucken, was er jetzt spielt. Ja, ich würde sagen, wir silenzen ihn und rufen Totem. Ja, das können wir natürlich tun. Und dann direkt angreifen. Herausforderung an. Alles klar. Vor allem gerade kriegen wir so ein Early Game Mist und jetzt fast nur Late Game Karten. Ja. Aber wirklich. Drei richtig heftige und naja, damit können wir auch gut haben. Ja, der Meeresriese ist unter Umständen eigentlich meistens eine Midgame-Karte, ne? Muss man halt bedenken. Ein schön volles Deck hast. Ihn und Totem? Die Sache ist jetzt, das Einzige, was dir was bringen würde, wäre das Schlangenzungen-Totem. Du hast 33% Chance, weil du eins stehen hast. Drei Stück sind möglich. Kann ich nicht zaubern, also wenn das Totem schon besteht, ich kann nicht. Außer du hast das Ding auf der Hand, weil du es irgendwie zurückgerufen hast mit dem Braumeister oder so. Ja. Und beschwörst das und kriegst zufällig das, dann könntest du es zweimal auf dem Feld haben. Okay. Aber wenn es auf dem Feld ist, kann es nicht nochmal beschworen werden. Ich kann jetzt ja mal so nur 4 Totems beschwören? Ja. Ach so, okay. So, die Sache ist, du könntest jetzt für 3 Mana Totem und Worgenspitze. Wenn du allerdings keinen Schlangenzungen-Totem kriegst, hast du den Nachteil. Also wäre ich eher für das, für den, ja. Ja, okay, dann machen wir das so und mit ihm direkt angreifen. Ja. Weil du halt mit ihm nicht effektiv traden kannst. Ja. Miese. Ja, super. Jetzt muss er traden, ja. Ja, schade, dass wir den Airchock jetzt nicht mehr haben. Ja, leider. So. Was man jetzt machen könnte, wäre den Beutehamster zu hexen, damit er seine Karte nicht kriegt. Ja, was wahrscheinlich auch ziemlich klug wäre, weil er jetzt schon in der Card Advantage ist. Und danach kannst du, dich entscheiden. Ja. Sehe ich das durch? Okay. Ob du jetzt ein Totem spielst, weil wieder Schlangen zum Totem dir einen extremen Vorteil bringen würde, oder den Worgenspitze. Ich leg's aufs Totem an. Was kriegen wir? Nee. Aber gut, das kann's auch noch bringen. Jetzt den Sporter wegmachen. Ja, ein bisschen später. Das kostet aber kein Leben. Und fertig. Ja. Ja gut, das Verbrennungstotem hat ja auch noch einen Vorteil gebracht. Dass er jetzt einen von beiden damit raustraden muss, außer er hat jetzt sogar noch eine Zauberkarte. Ja, oder die bleibt übrig. Ja, scheiße. Ja, Suicide. Jetzt kriegt er 2 Karten. Ja, Suicide er jetzt natürlich gerne. Ja, klar. Ja.
Ja, du musst den spielen und sie umbringen. Und direkt arbeiten. Frage ist für wie lange? Wir sind jetzt bei 6 Mana. Der könnte eine heilige Nova spielen. Gut, wird ihm gerade nicht so viel bringen. Das schon eher. Ja, genug Böse, dass man übergehen kann. So. Stopp. Totem und den, jetzt hoff auf den Schlangen zum Totem. Nee. Aber ihn noch spielen und mit dem Elementar direkt angreifen. Okay. Und mit ihm auch. Weil er, das Tote, der Elementar hat jetzt noch ein Leben. Er muss ihn irgendwie backtraden. Natürlich. Und die 6 Schaden auf dem 3 Life Minion sind eher suboptimal. Wenn du überlegst, dass du 6 volle Schaden am Champion machen könntest. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch den aufbewahren, weil er wird ihn wahrscheinlich in der Gedankenkontrolle gleich sowieso holen. Im Notfall. Und dann haben wir ihn noch um... Nee, die Sache ist, also jetzt könntest du Ragnaros spielen, weil du halt im Notfall eine Antwort auf Ragnaros hättest. Ja, okay, das stimmt natürlich. Und dann, falls er den Elementar jetzt nicht wegtradet, kannst du mit dem Elementar sein Viech wegtraden und er bekommt auf jeden Fall 8 Damage auf den Champion. Ja. So ist die Lage im Moment. Wir wissen ja noch nicht, was er spielt. Er lässt sich ja ordentlich Zeit. Ja, ist halt ein Priester. Na gut, jetzt wird er dein Elementar wegtraden. Oder nicht? Wenn er klug wäre. Was war das denn jetzt? Meine Augen sind offen. Ja, das ist völlig in Ordnung. So. Okay, jetzt Ragnaros. Warte. Oder? So. Was haben wir jetzt? Wir haben... Wenn wir jetzt 1+3 geben, können wir mit dem Ding zum Beispiel das wegtraden. Nee, das ist nicht die Sache. Das Problem ist, wenn wir den Kampfrausch zünden, ja, müssen wir mit möglichst... Nee, Kampfrausch können wir noch gar nicht zünden, das bringt uns nichts. So. Meinst du Ragnaros jetzt? Ja. Ragnaros mit dem Elementar, den... Spotter rausnehmen? Ja, und dann racen. Und racen. Okay, und racen. Ich race. Und fertig. Fertig. Ist jetzt egal, wo Ragnaros drauffeuert, es lohnt sich für dich. Ja, ab jetzt können wir ihn auch jederzeit finishen, wenn er jetzt Gedankenkontrolle macht, nehmen wir denjenigen raus. Denjenigen raus, dann Kampfrausch und dann ist vorbei. Weil er hat nur 8 Mana. Ja. So, er kann den jetzt rausnehmen, den anderen Gedankenkontrollieren. Na, da kommt die Gedankenkontrolle. Heilige Nova. Nee, Gedankenkontrolle, dann wird er jetzt schon einen Pfeil weggehen. Oder Gedankenrauch. Er hat keine Gedankenkontrolle auf der Hand. Sonst hat er das nicht mehr klar. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, also wenn jetzt... GG. Ja, das 6, ist 6-2. Da, was kommt jetzt noch? Nichts mehr. Nee, da kann nichts es mehr kommen. Es kann nichts mehr kommen. Wenn du benutzt jetzt Kampfrausch und jede meiner Kreaturen kann ihn finishen. Nee, wir machen das noch viel gemeiner. Kampfrausch. Airchock auf ihn. Ja. Auf ihn, okay. So, und dann greifst du jetzt mit deinem Zaubermacht-Totem den Ghoul an. Mit dem hier? Ja. Und beendest. Dann muss Ragnaros... Nein, stopp! Einfach fertig. Ragnaros greift jetzt den Priester an. Oder? Das sind so diese asozialen Taktiken, die man... Die so ein typischer Daniel spielt. Ja. Boah, ich kann jetzt gewinnen, aber ich kann meinen Gegner auch noch richtig demütigen. Ja, klar. Wie asozial du einfach nur bist. Du kennst mich. Aber ja, damit steht es 6-2. Herzlichen Glückwunsch damit. Wow. Hast du? Das ist, was ist das jetzt? Das ist... Wow. Platin. Ach, das ist Platin, weil gerade waren wir bei Gold, jetzt ist Platin. Okay. Ja, sehr schön. Ja, dann hoffe ich mal, dass es jetzt irgendwie noch so weitergeht. Aber selbst wenn wir jetzt rausfliegen, also den Arena-Preis habe ich wieder drin. Ja. Ja, geil. Also, und gucken wir mal, vielleicht erreichen wir noch Diamant. Ey, das wär's ja. Also, ich freue mich drauf. Bis dahin. Haut rein, Jungs.